Du bist nicht 30, 45 oder 60 Jahre alt. Du wurdest nie geboren, du wirst auch niemals sterben und du kannst nicht alt. Das ist kein Glaube, der das Konzept einer Seele, einer universellen Kraft oder einer heiligen Macht benötigt. Dass du nicht altern kannst, noch nie gealtert bist und auch niemals älter werden wirst, entspricht deiner gegenwärtigen, konkreten und unmystischen Erfahrung. Obwohl dein Körper und dein Geist immer älter, vielleicht auch gebrechlicher und müder zu werden scheinen, ist dein wahres Wesen immer jung und stark und hellwach. Um dich wieder von dieser sprudelnden Lebensenergie erfüllen zu lassen, musst du nur lernen, dich klar zu sehen. Die meisten Menschen, die ich begleiten darf, sind älter als dich. Wenn ich über das Altern spreche, werde ich deswegen meist nur belächelt. Tatsächlich verlieren allerdings auch meine Haare allmählich ihre Farbe. Meine Falten werden tiefer und auch meine Altersflecken werden immer mehr. Trotzdem muss ich eingestehen, dass mein Lebensgefühl nicht im geringsten meinem Alter entspricht. Das liegt zum einen daran, dass ich mir nie wirklich die kindlichen Freuden des Lebens verwehrt habe. Wer mich persönlich kennt, der weiß, dass dieser erwachsene Körper nur eine Fassade ist, hinter der sich ein kleiner und naiver und verspielter Junge versteckt. Und zum anderen durfte ich vor einiger Zeit nicht nur verstehen, sondern auch erkennen und deswegen bis heute spüren, dass etwas in mir ist, das nicht altert und gleichzeitig älter ist als ich, beziehungsweise als mein Körper und mein Geist. Diese Erkenntnis erfüllt mich tagtäglich mit einer Leichtigkeit, die von der Schwere des Körpers nicht berührt werden kann. Sie schenkt mir die Kraft, weit über die Grenzen, die uns im Alter aufgedrängt werden, hinauszugehen. Und deswegen möchte ich diese Kraft mit dir teilen. Insbesondere im fortgeschrittenen Alter scheinen wir schwerer, träger und starrer zu werden. Allerdings wird unsere echte und uneingefärbte Empfindung von unserem Körper sehr stark von unserem Glauben eingefärbt, dass wir im Wesentlichen unser Körper seien und folglich auch schon ein hohes Alter hätten. Würden wir uns ohne diesen Glauben erfahren, würden wir deswegen auch unseren Körper mit weitaus weniger Alterslast erfahren. Um unser Körpergefühl von dieser Glaubensschwere zu erleichtern, müssen wir zuerst erkennen, wer wir unabhängig unseres Körpers sind. Und hierfür möchte ich dich zu einer kurzen Selbstreflexion einladen. Hast du das Gefühl, dass du vor einem Jahr, als dein Körper noch etwas anders war als jetzt, auch im Wesentlichen jemand anderes warst? Hast du das Gefühl, dass du vor 10 Jahren, als dein Körper noch sehr anders war als jetzt, im Wesentlichen jemand anderes warst? Oder hast du das Gefühl, dass du als junger Erwachsener, als Jugendlicher oder sogar als Kind, als dein Körper noch vollkommen anders war als jetzt, im Wesentlichen auch jemand anderes warst? Oder hat sich deine Empfindung von Ich, dein Wesen, dein Sein, trotz all der Veränderungen deines Körpers noch nie wesentlich in deinem Leben verändert? Wir haben etwas in uns, eins mit uns, als uns, das trotz der Veränderung von unserem Körper und auch unserem Geist immer unverändert bleibt. Etwas, das in jedem Raum und zu jeder Zeit ist, folglich Raum und zeitlos ist, unendlich und ewig. Etwas, das wir als Ich bezeichnen, das, was wir im Wesentlichen sind. Während dein Körper alt und dein Geist müde werden, bleibt dein Wesen jung, wach und lebendig. Wenn du trotzdem das Alter deines Körpers spürst, wenn deine Knochen schwer werden, deine Muskeln schwach, dein Gang anstrengend, dann lass deine Aufmerksamkeit von deinen körperlichen Empfindungen zurück in das hintergründige Wissen sinken, zu sein. Diese Empfindung, die du auch als Ich bezeichnest, kann nicht schwer, nicht schwach, nicht angestrengt sein. Sie ruht in unantastbarer Leichtigkeit, im Hintergrund all deiner Erfahrungen,
Lässt du dich in dein hintergründiges Sein sinken, badest in dieser Formlosigkeit und wendest dich anschließend wieder deinem Körper zu, dann wird die Leichtigkeit deines körperlosen Wesens durch die Empfindungen deines Körpers dringen und kann ihre Schwere lösen. Ein solches Bad kannst du dir an jedem Ort und zu jeder Zeit und auch in jeder Situation genehmigen, weil dein Sein, das das heilende Wasser dieses wohltuenden Bades bildet, das Wesen all deiner Erfahrungen und dir und somit auch allgegenwärtig zugänglich ist. Zu einem kurzen Bad in dieser Schwerelosigkeit deines alterslosen Wesens möchte ich dich jetzt einladen. Bitte schließe deine Augen. Spüre deinen Körper. Versuche dir deinen Körper nicht vorzustellen, sondern ihn nur zu fühlen. Das Bild von deinem Körper hat eine Form, doch du erfährst jetzt gerade keine Form. Die Empfindung deines Körpers ist formlos. Sie ist still. Leer und transparent. Doch die Empfindung deines Körpers kann auch pulsierend sein. Ausdehnend. Und lebendig. Welches Alter hat diese Empfindung? Ist diese Empfindung schwer? Schwach? Anstrengend? Oder ist diese Empfindung leicht? Schwerelos. Anstrengungslos. Jetzt lass deine Aufmerksamkeit von der Empfindung deines Körpers noch weiter zurück in das Wissen sinken, hier und jetzt zu sein. Dieses Wissen, das Wesen, all deine Erfahrungen, du hast keine Form. Kein Anfang und kein Ende. Kein Raum und keine Zeit. Du bist das Formlose, das Transparente, das schwerelos Leichte in der Form eines Körpers. Öffne langsam deine Augen und lass diese formlose Leichtigkeit weiter durch die Empfindung deines Körpers dringen. Dein Körper wurde geboren, altert und er wird eines Tages sterben. Doch das, was du im Wesentlichen bist, hat kein Alter. Es ist frei von Raum und Zeit, ohne Anfang und ohne Ende. Diese Erkenntnis verhindert nicht die Veränderung von deinem Körper und deinem Geist. Doch es lässt dich diese Veränderung in der heilsamen Gewissheit deines unveränderbaren Wesens erfahren. Dein Körper mag weiter altern, doch du bleibst ewiglich jung, wach und lebendig. Falls du aus diesem Video etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir unter diesem Video einen Daumen hinterlässt und deine Erkenntnisse mit mir und auch den anderen in den Kommentaren teilst. Wenn du zukünftig über meine neuesten Videos benachrichtigt werden möchtest, dann musst du nur auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren. Ich danke dir für dein Sein.